Hey Hetti, ich habe schon wieder Probleme. Ich sehe das nicht auf dem Lottoschein. Ich glaube, ich habe gewonnen, aber ich sehe es nicht und kann es so weit weghalten. Dann ist es auch schon wieder zu klein. Ich sehe es nicht. Ich kann die Zahlen nicht sehen. Was brauche ich denn da für Brille? Was muss ich denn da machen? So, ich muss mich korrigieren zum letzten Video. Der Herr Walz hat mir das nochmal erklärt. Also mit der Linse ist das folgendermaßen. Der natürliche Zustand dieser Linse ist, dass die sich eben krümmt, zu so einer kugeligen Gestalt. Und je älter man wird, umso weniger gut kann die Linse das überhaupt. Ja? Da kommen wir nachher dazu, warum man dann im Alter schlechter sieht. Das heißt, wenn man die Linse in Ruhe lässt, dann wölbt die sich so. Und wenn man die jetzt flach ziehen möchte, damit sie weniger stark bricht, dann muss man mit dem Muskel quasi von außen dran ziehen. So muss man sich das vorstellen. Ja? Also der Muskel, wenn der dann kontrahiert, flacht die Linse ab. Und ich habe es letztes Mal andersrum gesagt. Ja? Also der Naturzustand von der Linse ist eigentlich, dass die sich krümmt. Und bei jungen Menschen krümmt die sich noch viel besser, weil die noch elastischer ist und noch mehr Flüssigkeit quasi speichern kann. Wie auch immer, auf jeden Fall im Alter trocknet die quasi aus und kann sich nicht mehr so gut krümmen. Das heißt, man kann dann nahe Objekte nicht mehr scharf abbilden, weil natürlich die Linse nicht mehr so gut bricht. Das heißt, kommen wir nachher auch dazu, muss man dann eine Brille verwenden. Wie gut eure Linse noch funktioniert, das könnt ihr ganz einfach ausprobieren. Das nennt man den sogenannten Nahpunkt. Und zwar könnt ihr da einfach zum Beispiel euren Fingernagel angucken und den Daumen langsam herfahren und dann gucken, in welcher Distanz könnt ihr den noch scharf abbilden. Das ist der sogenannte Nahpunkt. Bei mir ist das jetzt ungefähr die Strecke. Das sind schon deutlich über 20 cm. Bei euch müsste der Nahpunkt irgendwo da bei 7, 8 cm liegen. Das heißt, wenn ich jetzt hier das scharf sehen wollte, auf die kurze Distanz, bräuchte ich natürlich was für eine Linse vor dem Auge? Gute Frage, kurz überlegen. Das nennt man übrigens Weitsichtigkeit. Da kann ich noch gut sehen. Ja, deswegen ältere Leute, die schauen ja immer so ins Handy oder lesen so die Zeitung. Wenn die dann näher das angucken wollen, brauchen sie eine Brille, eine Lesebrille. Das solltet ihr jetzt euch überlegen, welche Eigenschaft diese Lesebrille dann haben muss. Okay, also nochmal, der Grundzustand der Linse ist, die wölbt sich. Und je älter man wird, umso schlechter kann die das. Da muss man dann mit einer Brille nachhelfen. Und wenn ich jetzt die Linse anpassen will, auf verschiedene Abstände, kann ich die eben flacher ziehen mit der Muskulatur, mit dieser Ringmuskulatur. Und wenn ich die Ringmuskulatur entspanne, dann wölbt sich die Linse wieder auf und die spricht stärker, bricht stärker. Das heißt, wenn ich was nachher hole, muss ich die Linse, die Muskulatur entspannen, damit die Linse sich wölben kann. Das machen wir natürlich automatisch, können wir nicht bewusst machen. Okay, soweit mal.